Wir wissen nicht, um was es geht. Okay. Doch, natürlich wissen wir. Um was geht's? Wer würde eher? Wer würde eher was? Das wissen wir eben noch nicht. Ah, wir spielen Wer würde eher was machen, was uns jetzt gefragt Richtig. Wird. Okay, alles Richtig. Klar, heraus. Wer würde eher an einer Überdosis Schokolade im Krankenhaus landen? Aber sowas von. Da muss ich echt aufpassen. Ich esse viel zu viel Schokolade, das sieht man. Ich esse drunter ein Sixpack, ne? Ja, eigentlich. Ja, wir verstecken es eben nur. Wer ist am ehesten ein Supermodel? Wen hast du? Ich finde sie so hübsch. Sie ist so herzlich hübsch. Sie ist die Princess of Everything. Wirklich, du bist einfach Supermodel. You. Bitte, bitte. Wer weint eher bei einem traurigen Film? Ja, beide. Wir sind leider solche emotionalen Opfer. Wirklich. Aber Vollgas. Wenn Lisa nur eine Melodie hört, weint sie schon. Und ich, du heulst mit. Ja, also Entschuldigung. Ich weine. Er ist nicht nahe am Wasser gebaut, sondern wir sind direkt im Wasser drin. Im Wasser. Okay. Ja. Wer würde schneller im Gefängnis landen? Alle beide nicht, weil wir Angst vor dem Gefängnis haben. Gar du, nicht. Aber du für Schnellfahren, für Schnellfahren. Ja, für also Schnellfahren. Wenn man für das ins Gefängnis ja, kommt, dann. Sie ist, so, nee. Sie ist so brav und ja, stopp da vorne, ist 120 und da ist so. Na, die Toleranzgrenze, die geht noch. Da geht noch was. Nein. Ja, blitzt nicht. Aber Gefängnis, also Gefängnis, da fürchte mich. Ich mich auch. Liebe Grüße an alle, die von der Polizei zuschauen. Ja, schöne Grüße. Hey, schöne Grüße. Ich mag dir, weil dir helfen wir immer. Immer, wenn ich was brauche. Unsere Helfer und Freunde. Ja. Nein, nicht das Auto. Also der linke ist nicht meiner. Wer wird den besseren Geheimagenten ab? Also ich finde alles heraus. Ja. Wenn sie Geheimnisse weiß, dann bleibt echt bei dir. Also das ist echt schräg. Total cool. Ich glaube, dein Handycode habe ich bis heute nicht verraten, oder? Aber du weißt ihn. Ich weiß ihn, ja. Wer würde eher einen Bungee-Sprung machen? Für kein Geld der Welt. Nein, für kein Geld. 10 Millionen netto. Nicht das Geld. Nein, aber das ist nicht unseres. Also gar nicht, gell? Null. Wer würde eher einen Monat nur Fastfood essen? Nein, alle Beine nicht. Wir essen schon Fastfood, das sieht man leider bei mir. Ja, wird schon du gehen. Du magst es schon, aber... Wird schon gehen, ja. Wer eher? Würde eher ich? Wer würde eher eine Woche ohne Handy aushalten? Du sicher nicht. Also, stopp sicher an der Stelle. Nicht. Wer hat denn kein Datenvolumen mehr? Ihr oder du? Ja, du hast ja aber auch mehr. Aber er hat ja unbegrenztes Datenvolumen Schatz. Und ich nicht. Ah, wieso geht es bei dir aus und wieso habe ich noch was? Aber Schatz, ehrlich. Du absolut. Schwör auf den Papa. Ich schwör auf niemanden. Der ist auch geil. Der ist mir nie eingefallen, leider. Ich schwör grundsätzlich okay, auf niemanden. Alles klar, okay. Und wer wird denn eher eine Woche schweigen können? Ja, absolut. In meinem Job bin ich oft laut. In meinem Job muss ich singen, muss ich animieren, motivieren. Ich will ja für meine Leute wirklich alles geben. Und wenn ich Ruhe habe, dann habe ich Ruhe. Wer würde eher mit Pyjama-Hose bei der Arbeit auftauchen? Ohne zu überlegen. Ich bin ja sehr viel zu Hause, bin natürlich aber auch sehr viel unterwegs. Und zu Hause bin ich fast immer mit. In Unterhose. Aber ich habe coole Unterhosen. Absolut, mega. Am ehesten Vegetarier. Wie soll ich denn Vegetarier werden? Ich würde es gerne, aber ich habe so einen Eisenmangel. Ich muss. Also Eisen kann man aber auch anders hinzufügen. Ich sag mal so, ich wäre es echt gern. Also ich bewundere jeden, der es isst, aber boah, ich kann mir das schwierig. Nur nicht vorstellen. Schwierig. Schwierige Situation. Schwierig. Wer würde eher sein Haustier als sein Kind bezeichnen? Also. Wir lieben den Luis. Ja, das ist mein Sohn. Und ich bin der Opa. Luis ist ein alles, ja. Dicker Pudel und kommt aus Dresden. Den haben wir in Dresden geholt. Ein Ossi, ja. Ein Ossi. Und da ist ein Charakter, wo man echt weit suchen kann und nicht findet. Das ist, also, Haustier sind wir vorne dabei. Wer würde eher in ein anderes Land ziehen? Ich sag mal du, weil ich könnte mir das wirklich absolut nicht vorstellen. Dass wir in einem Paradies wohnen. Nein, wir wohnen echt in einem Paradies. Also ich, nicht einmal ich würde irgendwie wegziehen wollen. Ich würde vielleicht
in Österreich mehr variieren. In ein anderes Land, schwierig. Schwierig.